Also vom Crowdsourcing-Projekt habe ich erfahren durch die NZZ, also durch die Tagespresse und durch mein generelles Interesse an Geografie, an Fotos und dann vor allem auch an Luftaufnahmen hat mich natürlich das sofort gepackt und ich habe mich da sehr schnell dahinter gemacht. Das Bild, das mir sehr am Herzen liegt, ist diese Luftaufnahme aus dem Jahre 1933 von Walter Mittelholzer. Es zeigt, also das Erste, was ich gedacht habe, eine Landschaft, eine Stadt aus Südengland. Ich habe hin und wieder beim Browsen bin ich da drauf gestoßen und habe eigentlich gedacht, das sei ein einfaches Bild zum Identifizieren, weil es so mit einer dominanten Kirche in der Mitte, das sollte eigentlich sehr einfach sein zu identifizieren. Leider war das nicht so. Ich habe den ganzen Bereich Südengland abgesucht, also für Städte, die ich kenne, und es hat einfach nirgends gepasst. Bis ich dann eines Abends gesagt habe, so, jetzt wird das identifiziert. Ich habe dann anhand von älteren Fotos, die schon bereits identifiziert waren am gleichen Tag, die Route, wo Mittelholzer geflogen ist nach England, getraced und habe dann gesehen, dass es irgendwo in Nordfrankreich eventuell auch sein könnte. Und diese dominante Kirche, die sollte man eigentlich dann relativ gut identifizieren. War aber nicht so, weil ich habe mir schon hin und wieder gefragt, könnte die Kirche noch stehen, weil sie ja aus der Vorkriegszeit effektiv ist. Aber beim genauen Hinsehen ist das schon eine Ruine. Also ich nehme nicht an, dass man eine Ruine nochmal bombardiert haben. Tatsächlich habe ich dann anhand dieser beiden Zeughäuser per Zufall einen Hinweis bekommen und dann bei genauer Recherche festgestellt, dass diese Kirche tatsächlich nicht mehr steht. Also es steht nur noch ein kleiner Bogen, das ist die Abbaye Saint-Martin in Saint-Omer in Nordfrankreich und diese Kirche steht tatsächlich nicht mehr und auch der Park ist nicht mehr da und die Häuserzeit vorher auch nicht mehr. Man kann das Bild nur noch anhand von Kanälen und Details in den alten Gebäuden identifizieren. Identifizieren tue ich die Bilder meistens mit den neuen Technologien, die Sie auf dem Internet finden, also mit Google Earth, mit Google Maps, mit historischen Bildern an und für sich, mit vielen, vielen Karten. Man muss sagen, dass Europa relativ ein sehr intensives und großes Archiv hat von historischen Karten. Da findet man sehr, sehr viel im Detail. Es gibt im Google Maps ja diesen Flugmodus, den man vor allem bei Flugaufnahmen sehr, sehr gut verwenden kann und dann die Ausschnitte entsprechend auch suchen und finden kann. Am Identifizieren habe ich keine bestimmte Zeit, die ich mir vornehme. Es ist, wenn es mich packt, dann kann ich ruhig 2-3 Stunden dran sitzen. Es kann aber auch mal 2 Uhr morgens werden, wenn es wirklich ein sehr interessantes Bild ist. Es ist nicht nur das Bild, was einem ja dann fasziniert, sondern auch die Geschichte dahinter. Wenn man dann im Internet sucht, was war da früher und wie hat sich das alles entwickelt und was ist passiert, eben dass diese Kirche zum Beispiel nicht mehr steht, die wurde tatsächlich im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Und dass diese Geschichte zu lesen, war natürlich auch sehr interessant. Nun hat entsprechend Zeit gekostet.